Ja, hallo und willkommen zurück zu The Witcher Enhanced Edition. Ja, wir waren in der letzten Folge, beziehungsweise hier bei Twitch bei der letzten Folge, waren wir auf der Suche nach jemandem, der sich wegen einer Autopsie auskennt. Und deswegen laufen wir jetzt durch die Gegend und gucken wir mal, ob wir irgendwelche Leute noch finden. Und wir sollten zum Friedhof gehen. Jetzt sind wir erstmal noch bei Vincent. Der Vincent hat noch was für uns. Euer Ruf eilt euch voraus. Ihr sollt 3 Ungeheuer getötet und Beweise dafür gebracht haben. Stimmt. Eine spezielle Belohnung. Dieser Runenstein. Nutzt ihn weise. Die Stadt wird bald mehr Belohnungen bieten. Habt ihr schon mal eine Autopsie gemacht? Wozu? Stichwunden im Bauch bedeuten Bandenkriege, abgerissene Köpfe bedeuten Bestien und schwarze Zungen bedeuten Gift. Im ersten Fall machen wir Boxfleischdruck. Im zweiten übergeben wir die Sache dem Orden oder einem Hexer. Im dritten wenden wir uns an die Frau des Opfers. In 90% der Fälle war es die Witwe. Autopsien sind reine Zeitverschwendung. Okay. Inventar vor, erhaltener Gegenstand fallen. Oh. Bitte. Da. Muss mal gucken, irgendwas wegschmeißen oder saugen wir uns ein. So. Gut. Schicke Rune gefunden. Rune der Erde. So, dann werden wir mal runter zum Friedhof gehen. Da gab es ja auch einen Auftrag noch beim Friedhof. Oh, Ultan. Hier runter? Nein. Bei der nächsten Abbiegung links abbiegen. Also beim Regen fegen. Das ist Plunder, kein Schnäppchen. Der sieht immer cool aus hier. Ein Arsch, aber cool. So. Geralt. Das ist so gut. Schuppengräber haben wir auch hier. Gut. Schuppengräber. Wow. Was darf's sein? Kiefer oder vielleicht Eiche? Eine ganze Gruft? Mal sehen. 5 Ellen breit? Wovon redet ihr? Ich brauche keinen Sarg. Ich habe nicht die Absicht, in absehbarer Zeit zu sterben. Ich brauche keinen Sarg. Ich habe nicht die Absicht, in absehbarer Zeit zu sterben. Klingt logisch. Vielleicht können wir ja Geschäfte machen. Was für Geschäfte? Was für Geschäfte? Eine Partnerschaft. Mit diesen Schwertern, da schlagt ihr zweifellos dann und wann ein paar Köpfe ab. Lasst es mich wissen, wenn ihr wieder einen abmurkst. Ihr bekommt euren Anteil am Erlös des Sarges. Lass den Unsinn, ich brauche etwas anderes. Lass den Unsinn. Ich brauche etwas anderes. Was braucht ihr? Ihr wisst viel über die Todesfälle in dieser Stadt. Habt ihr schon mal bei Ermittlungen geholfen? Ab und zu informiere ich Raimund über die interessanteren Toten. Vielleicht könnt ihr mir auch davon erzählen. Nein, ich habe versprochen zu schweigen. Verstehe. Was braucht ihr? Jüngst ist ein Gefangener gestorben. Ist er schon auf dem Friedhof? Keine Ahnung. Aber ich kann euch einen anderen Leichnam geben. Die stinken alle gleich. Mich interessiert nur ein bestimmter Leichnam. Ach, wir sind ein wenig eigen, ja? Ihr dürft gern wiederkommen, wenn ihr wisst, was ihr wollt. Die Obduktion sterblicher Überreste ist eine Kunstform. Es lohnt sich immer, gründlicher nachzusehen. Aber um wen geht es da? Könntet ihr den Leichnam des Gefangenen für eine Autopsie herausgeben?
Könntet ihr den Leichnam des Gefangenen für eine Autopsie herausgeben? Für eine Flasche Zwergenschnaps. Gucken wir, haben wir Zwergenschnaps? Fischlücke. Schaut's ihr? Hä? Hab ich den nicht? Was braucht ihr? Hab ich den nicht? Das ist kein Zwergentox hier. Ich dachte, das wäre der. Der Kisch stehen. Dann habe ich nur Wasser. Ich kann dir Wasser geben, mein Freund. Bernstein. Hier unten haben wir. Jo. Das will er ja nicht. Geben wir ihn einfach nochmal. Schaust ihr? Okay, will er nicht. Was braucht ihr? Ich bin wegen der Anzeige hier. Ja? Soweit ich weiß, braucht ihr 6 Töpfe Hundefett. Ich will so viele von den Kötern loswerden wie möglich. Bringt mir das Fett als Beweis. Okay, warum ist der Friedhof abgeschlossen? Weil die Toten nicht in Frieden ruhen wollen. Keine Angst, im hellen Sonnenschein bleiben sie in ihren Gräbern. Aber jemand sollte sich darum kümmern. Vielleicht setzt ja jemand mal eine Belohnung aus, doch bis jetzt scheint es keinen sonderlich zu stören. Erzählt mir etwas anderes. Ich werde mich darum kümmern, wenn ihr bereit seid zu zahlen, denn bis dahin sage ich, leb wohl. Ich werde mich darum kümmern, wenn ihr bereit seid zu zahlen. Bis dahin sage ich, lebt wohl. Na toll, ein Held. Glaubt ihr, es ist leicht, einen Toten zur letzten Ruhe zu betten? Macht, was ihr wollt. Vielleicht wird euch der Hauptmann der Wache belohnen. Kann nicht schaden, mal nachzuhaken. Was braucht ihr? Ja, dann müssen wir uns jetzt irgendwo erstmal Zwergenschnaps besorgen. Komm ich da jetzt eigentlich durch? Nö, ne? Abgeschlossen. Da. Zwergenschnaps. Das heißt, ich muss jetzt da zur Schenke hin. Na, gucken wir mal. Bong. Der merkt gar nichts. Läuft man gegen. Oh, schöne Fackel. Dann wird das langsam dunkel. Ja. Ich hoffe, wir kriegen hier echt diesen scheiß Zwergenschnaps her. Weiß jetzt uns gar nicht wo. Sonst. Da ist die Kellnerin. Konrad. Wer ist denn Konrad? Habt ihr euch entschieden? Ja, gib mal was zu saufen hier. So, temerische Roggenwodka. Trunken wollte denn diesen Wodka aus Roggen täglich Brot. Okay. Nifgarde Zitrone. Im Kaiserreich Nifka blieb der Wodka. Okay. Fischtinktur, Küche zu kennen. Auch nicht. Bärenfett, nein. Soldatenfusel. Saft, Mahakamit, Mittelalkohol gilt als bedeutendster Beitrag der Zwerge zur Weltkultur. Eventuell möchte er den ja haben hier. Was anderes habe ich hier gerade überhaupt nicht. Du kannst das Hühnchen haben. Und dann nehme ich mir davon eine Flasche. Aber das reicht. Ist hier was los hier? Richtig was los hier. Ich sollte ihm einen Schuldschein geben. Miep, aus dem Weg. Mein Herz. Naja, aber der Kälte jetzt im Regen oder so, da würde ich auch über ein Feuer bieten hier. So, Friedhofsschild ist ja noch da. Oder ist er schon abgehauen irgendwo hin, wo ich nicht weiß, wo? So. Oh,
Toll, 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 toll. Also muss ich jetzt warten. Dann gehen wir irgendwo, wo Feuerchen ist. Tolle Wurst, tolle Wurst. Ach, Geralt. Du hättest dein Shampoo mitnehmen sollen. Dann hättest du wenigstens nochmal Wash and Go machen können hier. Da ist die Feuerstelle. Dann können wir gleich bis zum Mittag warten. Tada! Willkommen! Und wieder Plunder. Hast du auch immer dieselbe Schallplatte aufgelegt, oder? Hildegard Zollstock ist auch noch da. Okay. So, mein Freund. Was braucht ihr? Wir hatten darüber geredet. Wegen ich bin wegen der Anzeige. Das war falsch. Ich will so warum ist da viel drüber? Genau, wegen der Todesfälle. Ihr wisst viel über die Todesfälle in dieser Stadt. Habt ihr schon mal bei Ermittlungen geholfen? Ab und zu informiere ich Raimund über die interessanteren Toten. Vielleicht könnt ihr mir davon erzählen. Ich traue Raimund nicht. Er verbirgt etwas. Ich traue Raimund nicht. Er verbirgt etwas. Raimund? Einen loyaleren Mann findet ihr niemals? Er scheint seine Mühe mit diesem Fall zu haben. Ich sollte ihm helfen. Lasst ihr mich in den Friedhof? Das verbieten die städtischen Behörden. Wie kann ich euch umstimmen? Ich brauche eine Erlaubnis vom Hauptmann Mais. Anders kann ich euch nicht erweichen? Nun, ich habe sehr hohe Schulden bei Thaler angehäuft. Befreit mich von diesen Schulden, dann gehört der Schlüssel zum Friedhof euch. Gucken wir mal, ob er jetzt mir hier hilft, wenn Dankbarkeit des Totenträgers, Gräbers. Hier, nimm mal die. Es geht doch nichts über einen guten Tropfen. Was den Gefangenen angeht? Was den Gefangenen angeht. Wohin soll der Leichnam gebracht werden? Ins Krankenhaus. Bis zum Abend ist er dort. Lebt wohl. Tada! Das hat sich auch schon mal geklärt. Wo bist du? Weh mir. Hilft mir denn niemand? Warum so traurig? Mein Gatte spukt bei mir. Was soll ich tun? Spukt? In eurem Schlafgemach? Mein verstorbener Gatte spukt bei mir. Erzählt mir mehr. Vielleicht kann ich helfen. Erzählt mir mehr. Vielleicht kann ich euch helfen. Mein Mann starb vor einem Monat. Er spukt in meinem Haus. Des Nächtens heult er. Aber das Schlimmste ist... Sprich weiter. Das Schlimmste. Er fliegt nachts schreiend auf dem Friedhof herum und verleumdet mich. Zweifellos zerreißen die Leute sich schon die Mäuler. Bringt ihn zur Vernunft. Ich flehe euch an. Es kostet 200 Orens, wenn ich Erfolg habe. Es kostet euch 200 Orens, wenn ich Erfolg habe. Oh, eine stattliche Summe. Kapital aus der Not anderer zu schlagen. Tja, regelt das mit ihm, dann bezahle ich. Wo finde ich euch, wenn ich fertig bin? Wo finde ich euch, wenn ich fertig bin? Ich bin jeden Tag zur Mittagszeit hier. Warum kann ich meinen Lohn nicht kassieren, wann immer ich das will? Seid ihr blöde? Mein Gatte fliegt herum und ruiniert meinen Ruf. Da werde ich mich nicht in Gesellschaft eines Mörders sehen lassen. Auf bald. Wir nehmen doch alle hier ein, einer Klatsche. Das ratlose Gespenst. Jetzt musst du mit der Nachtdicht im Friedhof gehen und das Gespenst ist... Ja, alles klar. So, jetzt muss ich noch mit dem anderen reden. Das heißt ja wieder irgendwo eine Runde...